So wie es ausschaut, habe ich echt kein Glück mit Burger King Reviews. Ich stehe jetzt hier in... Fuck, wie heißt es? Die Raststätte? An der A7. Mir fällt das ein, ich blende es dann gleich hier ein. Geschlagene 20 Minuten, lass mich mal schnell schauen, jetzt ist, ja, 20 Minuten stehe ich jetzt hier. Es ist wieder mal dunkel, es ist Sonntag. es geht nichts voran. Hier stehen 1, 2 Autos. Oh, jetzt spricht er gerade da vorne. Das ist echt Wahnsinn. Unglaublich. Boah, jetzt hat er auf die. Merkt ihr das? Jetzt hat er auf die Bremse gedrückt. Deswegen bin ich jetzt ganz rot. Ja, ich wollte euch das einfach mal. Oh, jetzt geht's weiter. Ich wollte euch da mal dran teilhaben lassen. Wie lange das hier dauert. Vielleicht schneide ich es raus, vielleicht lasse ich es aber auch drin. Ich erzähle euch einfach ein bisschen was. Wisst ihr eigentlich, wenn ihr Menüs nehmt, könnt ihr bis zu 28% sparen? Unglaublich, oder? Ich mache mal hier das Ding auf, nicht, dass ich verpasse, das Ganze zu bestellen. King Wings, 6 Stück, 9 Stück. Kleine Pommes, 1,79. Fährt man in den Drive und kauft sich einfach nur eine kleine Pommes? Gibt es Leute, die sowas machen? Ich würde es nicht machen. King Nuggets. King Nuggets, ja, da haben jetzt auch schon einige geschrieben, dass ich die unbedingt mal ausprobieren soll. Weil sie da wohl von Wochen, Monaten, Jahren die Rezeptur verändert haben. Und ich soll es mal testen. So im Vergleich zu McDonald's. Vielleicht mache ich das mal, vielleicht auch nicht. Long Texas Barbecue. Den lieben auch ganz viele von euch. Den sehe ich ganz oft in den Kommentaren, den Long Texas Barbecue. Er ist auch nicht schlecht, muss man Burger King lassen. Ist mal was anderes. Big King. Extra Long Chili Cheese lese ich aber auch auf. Ich glaube, das ist der beliebteste von allen. Kann ich mir vorstellen. Den liest man echt oft. Ach ja. Trüffel Chicken. Trüffel Beef. Trüffel Bacon King. Der Bacon King muss jetzt auch irgendwie für jede Aktion herhalten. Gut, mit den Chicken und Beef, das finde ich ganz cool, dass man da die Wahl hat. Ich mag das Chicken von Burger King ja ganz gern. Druck auf die Ohren. Aber der Bacon King, dass der da mitspielen muss, tja, keine Ahnung. Ja, es geht einfach nicht weiter, ne, da vorne. Unglaublich, er hat schon seine Bestellung aufgegeben, aber er fährt einfach nicht weiter. Wieso fährt er nicht weiter? Vielleicht darf er nicht weiterfahren. Oder sie hat gesagt, ah nee, es kann natürlich auch sein, dass sie gesagt hat, einen kleinen Augenblick bitte. Oder er, einen kleinen Augenblick bitte. Man weiß es nicht. Ich mach wieder mal hoch, es wird kalt. Was ist nun los mit Burger King? Warum muss ich immer ewig warten? Warum? Habt ihr schon mal Trüffel gegessen eigentlich? Ich habe noch nie Trüffel gegessen. Aber dazu erzähle ich nachher bei der Review noch mehr. Weil eventuell skippt er ja hier einfach durch, ihr Schlawiner. Weil früher gab es ja bei Burger King immer diesen Santa's Best Chicken. Beziehungsweise es gab früher den Santa und den Claus Burger. Genau. Ich glaube, der Santa war Beef und der Claus war Chicken oder andersrum, keine Ahnung. Und dann gab es mal Santa's Best Beef und Santa's Best Chicken oder Claus Best Chicken, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es die sonst immer um Weihnachten rum. War sogar relativ beliebt bei den Fans. Gibt es jetzt aber anscheinend nicht mehr. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Burger King vor Weihnachten nochmal die Aktion ändert. Weil solche Aktionen laufen bei Burger King ja immer etwas länger. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kann ich nicht mehr so viel plaudern, weil sonst denkt er, ich laber ihn hier durch das Ding voll. Einen kleinen Moment, bitte. Jo. Hallo, herzlich willkommen bei Burger King, Kirche, bitte. Hi, ich hätte gern einmal den Trüffelbeef einzeln, bitte. Okay. Und eine große Cola Light oder... Was ihr auch immer da habt. Cola Zero, ja? Cola Zero. Kleine, groß bitte mit Eiswürfel, bitte. Okay, alles? Das war's. Fahr ich bitte davor. Danke. Das ist echt, das ist krass, finde ich. Also ich stehe jetzt wirklich mittlerweile schon 35, 40 Minuten an dem Drive.
sowas schlägt dann immer auf die Stimmung halt. Das ist immer schade. Ich weiß nicht, ob jetzt, ja gut, der Parkplatz war gut voll, aber trotzdem, das darf halt keine 40 Minuten dauern am Drive. So viel war dann auch wieder nicht los im Endeffekt. Also, schwierig, ganz schwierig. Hi. Danke dir. Stress? Ja, danke dir. Brauchst du nochmal die Karte? Oder geht's? Maybe Card must. Ja. Ja. Danke dir, ciao. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Angry Fast Food Review. Wir haben unser Essen, jetzt suchen wir unseren Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Wow, das hat echt ewig gedauert. Wahnsinn. Jetzt muss ich eins dazu sagen, die waren tatsächlich nur zu zweit in diesem Burger King. Zwei Leute an einem Sonntagabend auf der Autobahn, also vorne an der Kasse. Das ist natürlich, also sorry, da braucht man sich nicht zu wundern, wenn der Service nicht passt, wenn zwei Menschen oder zwei Arbeiter dann einfach nur da an der Kasse stehen und sich das komplette, der komplette Burger King, also ich konnte das Fenster sehen, war komplett voll mit Leuten und die zwei sind da hin und her gerannt und ja, also sollte man sich vielleicht mal, wird mir fast das Getränk ausgefallen, sollte man sich vielleicht mal überlegen, das zu ändern, Burger King. So, ja, ich bin wieder mal ein bisschen aus dem Konzept gebracht durch diese ganze Tortur jetzt schon wieder. Das ist jetzt schon das zweite Mal hintereinander, wo ein Drive-Thru bei Burger King ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, sage ich jetzt mal. Wo ist es? Tablet! Freut ihr euch auf Weihnachten? Ich bin schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Total in Weihnachtsstimmung. So. Okay, ich rieche Zwiebeln. Trüffel, Beef, TB. Hier sieht man es. Sehr schön. Einmal frei. Zum Thema Trüffel. Ich selbst habe in meinem Leben noch nie Trüffel gegessen. Ja, von daher kann ich nicht bewerten, ob das Teil nach Trüffel schmeckt oder nicht. Ich bewerte einfach, ob es mir schmeckt oder nicht. Aber allgemein möchte ich mal was zu teuren Lebensmitteln oder zu teuren Dingen im Allgemeinen sagen. Ich habe letztens mit meiner Freundin eben drüber gesprochen. Und sie mag zum Beispiel Kaviar. Ich finde Kaviar furchtbar. Furchtbar bis eklig sogar. Ich mag Hummer sehr gern, was ja auch relativ teuer ist. Aber nur weil etwas teuer ist, muss es nicht automatisch gut sein. Das sieht man ganz oft bei Klamotten. Diese ganz reichen Leute haben manchmal so furchtbare Klamotten an. Damals waren nicht auch diese Ed Hardy T-Shirts am Anfang total teuer? Und sind wir doch mal ehrlich, die waren einfach nur brunzhässlich. Also, was ich damit sagen will, nur weil etwas teuer ist, muss es nicht gleich gut sein. Beziehungsweise muss es nicht gleich gut schmecken. Es gibt auch einen Kaffee, der aus Katzenscheiße besteht, was ich mal gelesen habe. Aber gut, lassen wir das. Schauen wir lieber uns mal diesen wunderbaren, deliziösen Burger an mit Trüffelsoße und Parmesan-Bun. Und hier ist wieder eine kleine Strähne, die sich verabschiedet in meine Stirn hinein. Ist ja genug Platz in der Stirn. Wir haben ein Parmesan-Bun. Darunter verbirgt sich nicht mit mir, Salat. Landet alles schön auf dem Tablett. Darunter verbirgt sich die Trüffelsoße, Salat, Tomate. Da ist noch eine, die lege ich da wieder drauf. Zwiebeln, Beef, Käse, Käse, Beef. Unten ist nichts, nur der Bodenbun. Aber er ist schön heiß und er riecht schön nach Fleisch und Burger. Ich glaube, ich baue ihn mal ein bisschen besser zusammen. Boah, das müsst ihr eigentlich sehen. Das ist ja... Hört ihr das? Musik in meinen Ohren! Ich bekomme hier WhatsApp-Nachrichten. Es tut mir leid. Ich hoffe, man hört es nicht auf dem... Ich mache mal das Handy aus. Ja, ja, ist schon gut. Flugmodus! Fly me to the moon! Die Gurken... die Gurken machen wir wieder drauf. Die Tomaten machen wir wieder drauf. Die Zwiebeln machen wir wieder drauf. Ist denn eigentlich keine Gurken drauf? Nein, es sind keine Gurken drauf. Warum auch immer. Hallo, ja, ich mache hier ein Video. Ich stehe nämlich auf einem total schwarzen Parkplatz, wo lauter Trucker sind und mache jetzt ein Video. Schaut euch den an. Also, ist er nicht wunderschön? So rein von in seiner Hässlichkeit her. Aha.
Oh doch. Jetzt, wo ich den Geschmack im Mund habe, ich habe schon mal Trüffel gegessen. Stimmt. Wir haben mal, also meine Freundin und ich, haben mal so einen gefüllten Kürbis gemacht mit so einer Trüffelpaste drin, also mit echter Trüffelpaste. Und es hat einfach scheiße geschmeckt. Dieser, jetzt fällt mir nämlich gerade wieder ein, dieser Trüffelgeschmack, der war so widerlich damals. Ja, wir haben das Teil tatsächlich nicht aufgegessen, was echt selten passiert, weil ich einfach ein verfressenes Stück bin. Aber sonst, ja, das hier ist auf jeden Fall interessant. Das, schwierig, schmeckt mir das? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe ja das Parmesan-Bun schon beim Rebel Whopper gehabt. Ja, der Rebel Whopper. Ich schmecke davon gar nichts, sage ich euch ganz ehrlich. Ich beiß nochmal rein. Aber diese Soße. Diese Soße ist komisch. Ach komm, ich stell's daher. So. Diese Soße ist irgendwie. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt wirklich. Ja, das ist echt. Es ist schon wieder schwierig. Also, man schmeckt viel Zwiebeln. Man schmeckt natürlich das typische Burger King Beef. Die Tomate ist auch ganz gut. Mir fällt das Teil hier schon wieder auseinander, weil die so ein bisschen Saftigkeit reinbringt. Aber diese Soße, ich bin mir nicht mit dieser Soße so ganz ein. Die ist ganz nett. Sagen wir es mal so. Auf der einen Seite ist sie ganz nett. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass es mir zu viel wird, wenn ich den ganzen Burger gegessen habe. Weil die so... Ich finde das Wort nicht. Die ist so... Jetzt so ein Beigeschmack, so einen leicht käsigen, also anders wie der Scheiblettenkäse, sondern so ein, man hat ziemlich viel Geschmack im Mund von dieser Soße. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, weil ich jetzt keinen Trüffel hier habe, um reinzubeißen und zu sagen, ja, das schmeckt nach Trüffel. Und diese Trüffelpaste war halt auch irgendwie untergemischt in ein Gericht, aber das hat halt, es erinnert mich ein bisschen an diesen Kürbis, in diesen gefüllten, den ich da mal gegessen habe. Deswegen, da war der erste und zweite Bissen auch okay und je mehr ich dann gegessen habe, ich dachte, nee, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das könnte hier auch passieren. Aber das probieren wir jetzt einfach aus, weil wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wir machen das jetzt wie immer. Ich esse das Teil auf und dann nach dem Speed-Up gibt es die Bewertung. Zur Bewertung. Der Trüffelbeef von Burger King bekommt von mir 3 Bärte. Ja, hier sitze ich wieder und springe nicht, weil ich keinen Bock habe. Es ist saukalt draußen. So schön cozy hier im Auto. So, es hat sich nicht bewahrheitet, was ich befürchtet habe, dass ich nach der Hälfte oder drei Viertel oder wenn es ganz vorbei ist, sage, oh mein Gott, schmeckt das eklig, sondern es war echt okay. Er hat mir geschmeckt. Würde ich mir ihn wieder kaufen? Nein. War es ein echt guter Aktionsburger? Nein. Was könnte ich verbessern? Ich habe keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wie Trüffel schmeckt. Mir hat es jetzt geschmeckt, aber ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie man den hätte besser machen können. Ich würde ihn mir wirklich nicht mehr kaufen, weil es für mich dann doch zu wenig ist. Dann kaufe ich mir lieber einen Big King XXL oder einen Big King oder keine Ahnung, irgendwas anderes aus dem Sortiment. Aber der ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, der haut mich um. Das ist ein richtig geiler Burger, weil er halt auch schweineteuer ist. Der kostet einzeln, glaube ich, 5,99 oder so oder noch mehr. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Also spielt da auch wieder das Geld mit rein, dass ich sage, nee, dafür ist er dann doch zu sehr Durchschnitt. Never again! Ja, so, ich glaube, ich habe wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen beende ich das Video jetzt wieder mal hier an dieser Stelle. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal. Ja, nächste Mal wieder. Du kommst, da bist doch noch lang genug da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry!